Kaiserwetter hatte Petrus geschickt zur 9. Großglockner-Tour des Arktiket-Händlers Helmut Holleis. Die Quadomania 2015 startete am 11. Juli bei strahlendem Sonnenschein. Das war schon sehr anders in vergangenen Jahren, als die ATV- und Quad-Piloten auf Österreichs höchstem Berg mitunter sogar mit Schneefall begrüßt wurden. Dabei zählt die Quadomania zu den schönsten und spektakulärsten Straßenquad-Touren in Zentraleuropa. Im heurigen Jahr hat sie rund 100 Piloten angelockt und die wissen, warum sie an ihr teilnehmen. Wüstentauglich und 2000 Meter. 2000 Meter ist bergauf und wüstentauglich ist das Fahrzeug. Es ist schon überlebt hat 7.500 Kilometer Sahara-Tour. Und was machst du jetzt hier auf der Quadomania? Weil mit Freunden mitfahren. Das ist das Wichtigste. Leute treffen, die lustig sind, die gut drauf sind. Das ist genau das, was Spaß macht. Vom Ladenlokal des Arktiket-Händlers in Maishofen ging es zunächst zur Mautstation am Fuße der Großglockner Hochalpenstraße, wo sich die Teilnehmer schon auf die Kehren freuten, durch die sie sogleich der Edelweißspitze zusteuern würden. Ich bin der Alex vom Austria X-Team und wir sind ja jetzt hier auf der Holleis-Ausfahrt, Großglockner Tour 2015. Wir sind so rund 15 Leute von uns vom Club und ja, wir sind dabei, weil wir das Panorama genießen wollen und in der Gruppe einen schönen Tag verbringen wollen. Insgesamt hat die Großglockner Hochalpenstraße eine Länge von 48 Kilometern und führt durch 36 Kehren. Zur Edelweißspitze sind es rund 12 Kilometer, die von 1500 auf 2571 Meter Seehöhe führen. Ein toller Vorgeschmack, bevor es dann weiterging zum Gletscher an Österreichs höchstem Berg. Von der Edelweißspitze ging es weiter zur Kaiser-Franz-Josefs-Höhe am Großglockner-Gletscher, dem mit einer Seehöhe von 2398 Metern höchsten Punkt auf der Quadomania 2015. Und das mit traumhaften Aussichten auf das Alpenpanorama, bei diesen Temperaturen einfach herrlich. Auf dem Rückweg wurde, wie gewohnt, beim Mankai-Wirt eingekehrt. Der Name ist Programm. Herbert Haslinger, der die Berghütte an der Großglockner Passstraße seit 24 Jahren bewirtschaftet, züchtet die flauschigen Murmeltiere. Die Nager stellt er gerne mit sich zur Schau, wobei er stets betont, dass Murmeltiere keine Ratten sind. Sie zählen vielmehr zur Gattung der Erdhörnchen. Nee, das ist die Miri. Soll nächstes Jahr Mama werden. Ich hoffe, dass der Moritz gescheit wird. Sonst muss ich ihm das Wort sagen. Für Unterhaltung war auch während der Fahrt gesorgt. Hermann Katsch hatte dazu keinen technischen Aufwand gescheut. Hermann, dein Beitrag zum Thema schlechte Musik? Jawohl, das ist Hanna aus Tirol. Aus dem bunten Bilderbuch. Für Rettung sorgte dann die Auffahrt zur Panoramaalm, oberhalb von Saalbach gelegen und nur über eine staubige Schotterpiste zu erreichen. Nachdem die Piloten die herrliche Ruhe auf 1650 Metern Seehöhe genossen haben, stand zum Sonnenuntergang der Rückweg an. So bleibt die Freude auf die 10. Quadomania, die voraussichtlich am 9. Juli 2016 stattfinden wird.